Gut, haben wir Peter abgearbeitet. Weiter geht's zum Feuerclan. Denn uns fehlt noch Kalan. Und Kalan hat sich auch direkt mit Erhalt des Quests auf den Weg gemacht. Und der hat sich in Gefahr gebracht. So, nee, das brauchen wir nicht. Ich weiß aber, wo die Sachen sind. Mod können wir jetzt eigentlich ab sofort völlig stehen lassen. Und wir müssen jetzt, Moment, ich muss mal genau gucken. Das ist eigentlich ziemlich genau östlich des Feuerclans. Ich habe gelesen, der ist im Tal und kämpft dort gegen Orks oder ist in einen Hinterhalt mit Orks geraten. Deswegen würde ich sagen, wir springen hier einfach mal wieder. So, hüpf. Vielleicht mal so, dass wir nicht gleich den ganzen Weg auf einmal stürzen. Und jetzt gehen wir nach Osten. Sollte hoffentlich ganz gut passen. Hallo Eiswolf. Hallo anderer Eiswolf. Irgendwo müssen noch hier die Orks sein. Hier vorne ist schon mal ein Hochstand, aber der gehört nicht zu den Orks. Okay. Wir waren ja auch schon mal, wie es aussieht. Vielleicht gibt es die Orks schon gar nicht mehr. Genau, hier ist ein Lager, das schon ziemlich platt aussieht. Aber hier ist er auch nicht, ne? Truhen. Oh, hier gibt es Truhen, die wir noch nicht geöffnet haben, weil wir damals wahrscheinlich keine Blutricher hatten. Die nehmen wir natürlich noch mit. Das kann nicht schaden. Die ist offen, natürlich. Okay, das kann jetzt ein bisschen schwierig werden, den zu finden, glaube ich. Ich weiß auch nicht, wo genau ich hinlaufen muss. Ich guck mal kurz auf die Karte. Ich glaube, wir müssen weiter nach Norden, oder? Wir sind ja ziemlich auf dem Weg. Wir gehen mal nach Norden. Vielleicht haben wir da mehr Glück. Und ist auch ein Angrab, sehe ich gerade. Ich gucke mal kurz auf die Karte. Baldar war hier. Okay, Baldar ist eingezeichnet, dann müssen wir ein Stück in die Richtung. Nochmal Ausdauertrank hier. So. Wir müssen ein Stück in die Richtung und ihr müsst es dann irgendwie so ganz leicht nach Norden gehen. Ah, nicht, dass ich hier wieder irgendeine Klettertour machen muss. Das sieht aber bald danach aus, ne? Ich glaube, hier komme ich sonst nicht hoch. Ein bisschen hoch geraten, um da hoch zu springen. Mist. Ach nee, das ist doch blöd. Kommen wir hier irgendwie drauf? Über diese Ecke hier vielleicht. Ich sehe nichts. Kann man hier mit dem Busch wegnehmen? So, genau, das klappt doch. Sehr gut. Können wir mal wieder unsere Hüpfetaktik anwenden? Und sind oben. Okay, die Frage ist nur, wo genau müssen wir hin? Habe ich schon mal eigentlich erwähnt, wie sehr ich Notmar hasse? Für diese Unübersichtlichkeit, also abgesehen davon, dass wir jetzt gerade durch Büsche rennen. So, muss ich gleich nochmal auf die Karte schauen. Hier ist er nicht irgendwo, ne? Nee. Kein Schmelzer unterwegs. Gut, gehen wir noch mal ein Stück nach Westen. Aber die Karte. Ich glaube, wir sind jetzt zu weit im Norden, oder? Mei, ich weiß nicht, ob man zu weit im Norden sein kann. Das sieht sehr weit nördlich aus auf der Karte, wenn ich mir das so anschaue. So, aber den Hügel dort zu erklimmen mit Hüpfen, weiß ich nicht, ob wir das schaffen. Denn das ist doch ein bisschen sehr steil. Wir probieren es mal. Ich weiß halt leider wirklich nicht, wo der ist. Und wenn ich nicht finde, dann muss ich halt noch mal ein bisschen suchen gehen. Würde ich dann aber wieder abseits der Aufnahme machen. Das muss dann nicht hier sein. So, hier kommen wir ja noch hoch. Okay, hier vorne brennt was. Ich glaube, das ist der Clan schon wieder, oder? Ja, hier drüben ist Lee dann auch. Auf der Karte ist Kalan eigentlich direkt östlich von Lee eingezeichnet. Und zwar nicht weit östlich von Lee. Das heißt, wir müssen doch hier eigentlich richtig sein.
vielleicht hier unter die Scholle. Hier oben ist er nicht. Also das können wir schon mal ausschließen. Ich gehe mal da unten gucken. Oh. Ich werde dich zertreten wie einen Wolf. Oh, hallo Orks. Hier gibt's noch Orks, das ist ja schön. Da fühlt man sich doch gleich willkommen. Oh, das war die Schamanen. Ah, du Hund. So, jetzt müssen wir uns wieder rauskämpfen, ohne was zu sehen. Das wird auch schön. Also, jetzt sehen wir wieder was. Und ich glaube, da hinten, also entweder kämpft er gegen ein Wildtier oder der hat. Nee, der kämpft gegen ein Wildtier, okay. Lass mal den. Wenn er Spaß dran hat. So, erstmal den und dann den. Und dann glaube ich, haben wir gerade die Orks gefunden, die eigentlich Kalan angreifen sollten. Ich weiß es aber nicht genau. Darf ich mal den Wolf angreifen? Dankeschön. So, und jetzt gleich den Elite-Krieger hinterher. So muss es laufen. Ein Gobbo. Aha. Dann nehmen wir den auch noch mit. So, komm schon, Kleiner. Oh, ich höre einen Menschen. Die Frage ist, wo ist er? Kämpft er hier hinten? Tatsächlich, ich habe ihn gefunden! Ach, Gott sei Dank. Gibt's noch einen? Kalan? Nee. Danke. Du hast mir den Arsch gerettet. Oh. Ich dachte schon, die Brüder würden mir den Hals umdrehen. Nichts für ungut. Ich hab's geschafft. Bring mir was über das Schmieden bei. Okay, das will ich nicht, sondern das hier. Ich will die alte Kunst der Schmiede lernen. Ingvar schickt mich. Ich brauche die Zustimmung aller Schmelzer. Nicht weit von hier habe ich in einem Gebüsch meinen stählernen Hammer versteckt. Finde ihn und er soll dir gehören. Und bestelle Ingvar, dass er keinen besseren Schüler finden kann. Okay, wir haben das geschafft. Stählerner Hammer, keine Ahnung, was er will. Oder silberner Hammer? Ich habe jetzt gerade nicht so direkt drauf geachtet. Brauchen wir denn noch Erz? Ich sammle es einfach mal mit. So, ich muss auch mal langsam Schluss machen. Ich bin ja schon ewig am Aufnehmen hier. So. Ich meine, wir haben in der Aufnahmesession heute komplett Varant befreit, ne? Okay. Haben wir noch zwei Adern und dann keine Ahnung, was für ein Gebüsch der meint. Aber wir können ja gleich mal schauen. Theoretischerweise sollte der Fokus ja automatisch darauf gelenkt werden, wenn wir es irgendwo finden. Oder wenn wir drüber stolpern. Vielleicht hat das auch eigentlich überhaupt keine Bedeutung. Ich meine, das Quest haben wir abgeschlossen. Das heißt, wir können einfach auch dann zum Hammerclan zurückgehen und mal mit ihm mal sprechen. Denn wir haben es ja endlich geschafft, die Zustimmung aller Schmelzer uns einzuholen. Was nicht so einfach war, muss man mal zugeben. So, hier sehe ich jetzt... Oh, noch mehr Erzadern. Ach komm, was soll's. Man findet ja so selten welche. Da können wir noch mal ein bisschen was sammeln. Und im Zweifel können wir dann vielleicht auch noch das Quest im Hammerclan beenden, wo wir ja auch noch 50 Erz, glaube ich, abgeben mussten. Wenn ich mich nicht irre. So. Der kleine Schamanenfreund. Gibt's hier denn irgendwas im Busch? Das sind bloß Pilze. Lagerfeuer. Nee. Vor allen Dingen in einem Gebüsch nicht weit von hier. Es sind überall Gebüsche. Ah, Kalans Hammer. Gefunden. Okay, der ist jetzt mir. Ich weiß bloß nicht, was ich damit soll, so ehrlich gesagt. Gut, ich sammle das Zeug jetzt von den Orks nicht ein, muss ich mal. Entscheide ich jetzt mal so. Gehen wir zum Hammerclan. Hammer, 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 Hammer. Ich sehe keinen Hammer. Hier ist der Hammer. Oh, ich muss unbedingt was trinken. Ach so. Gut. Machen wir uns auf den Weg zu Ingvar. Der war ja weiter hinten. Und sprechen mal mit dem letzten Mal. War das hier?
Ich glaube nicht, ne? Nee. Zu ihrem Namen? Nein. Den wir müssen auch noch zu Ugolf finden, so auf. Weil ich nicht weiß, ob wir da jetzt irgendwas haben, was wir wirklich beenden können, müssen, sollten, unbedingt. Mann, was willst du? Die anderen Schmelzer sind einverstanden. Dann ist es entschieden. Ich werde dich unterrichten. Ja. Bring mir was über das Schmieden bei. Zeig mir, wie ich eine reine Erzwaffe schmiede. Für eine Klinge aus reinem Erz musst du ein Gefühl entwickeln. Verwende nur die Rohstoffe, die dir angemessen erscheinen. Beginne mit deiner Arbeit, wenn du Ruhe hast, und geh vorsichtig mit dem Rohling um. Wenn die Flammen auf dem Erz zu tanzen beginnen, ist es heiß genug. Dann forme das Erz nach deinem Willen am Amboss. Wir haben es geschafft. Wir haben gelernt, Waffen aus reinem Erz zu schmieden. Zeig mir deine Ware. Jetzt schauen wir mal, ob der vielleicht noch... Nee, der hat nichts Neues. Das Problem ist, wir können ja nicht ohne irgendwelche Rezepte hier was schmieden. Das sind ja noch dieselben vorher, aber ich muss... Bastardo wollte ich noch gucken, genau. Also, wenn das so einfach wäre. 95 plus 10 selbst gesprungen. Was kann denn schon los passieren? Das müsste bald besser sein, oder? Ich mach mal eins. So, wir schauen mal, wie es aussieht mit El Bastardo. Hier, El Bastardo 105. Was haben wir hier? 110 und 110. Das heißt, oh ja, wir machen noch ein El Bastardo. Schleifen die oder schärfen die? Das bringt nichts. So, und damit haben wir jetzt zwei neue großartige Waffen. El Bastardo und El Bastardo. Das sollst du beide anlegen. So, mit 115 und die vorher hatten 110, das heißt, wir haben nochmal eins drauf gekriegt, auch wenn hier maximale Lebensenergie plus 5 ist, aber ich glaube, das ist jetzt, können wir außer Acht lassen. Cool, das freut mich. Und sieht auch ziemlich stark aus, ich glaube, die hätten wir auch nicht schmieden können, wenn wir jetzt nicht das reine Erzwaffenschmieden gehabt hätten. Von daher hat sich das gelohnt, wir haben echt noch was erreicht damit. Ist das dein Ernst? Suche ich noch mal kurz nach Ugolf, aber ich glaube, den finde ich jetzt auch nicht. Es kommt noch schlimmer. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob ich nochmal befreien will. Verdammt! Was ist los? Ah, sehr gut. Hier sind die Zutaten. So, jetzt wirst du dein blaues Wunder erleben. Cool. Hier ist dein Erz. Unterrichte mich. Bist du bereit? Würdest du mich im Kampf unterrichten? So, was gibt's denn bei dem? Wie töte ich einen Ork? Das weiß ich. Ich habe schon ein paar davon getötet. Können wir natürlich den Schaden bei den Orks erhöhen? Will ich aber eigentlich gar nicht unbedingt. Ach komm, was soll's. Dazu bist du noch nicht bereit. Ach, interessant. Muss ich große Waffen erst lernen? Nö, dann nicht. Dann nicht. Dann bleibt's, wie es ist. Ich habe das Erz gefunden. Sag ich doch. Immer die Augen aufmachen. Warte, ich habe hier was für dich. Ich denke, die kannst du jetzt gut gebrauchen. Spitzhacke, hab ich doch sowieso einen. Gut, wagen wir uns an den Schnaps. Gib mir den Schnaps. Hier. Du hast die Konstitution eines Wollbisons. Aber voll. Wenn du willst, gehe ich mit dir auf die Orkjagd. Hier, du kannst das sicher besser gebrauchen als ich. So, Rezept für den Stollengrollen brauchen wir nicht. Okay. Das ist cool, da haben wir jetzt die ganzen Quests bei Ugolf auch noch abgeschlossen. Die haben wir natürlich immer noch befreien Rückmar offen. Ansonsten gibt es keine Quests mehr, die wir noch haben. Und bei befreien Rückmar ist das Problem, ich weiß nicht, wo die Lager der Orks sind, die wir noch nicht platt gemacht haben. Könnten wir natürlich angehen, aber will ich ehrlich gesagt gar nicht unbedingt. Vielleicht, wenn ich in der nächsten Aufnahme sonst nichts zu tun habe, mal schauen. So, damit lassen wir jetzt aber auch nochmal hinter uns. Und widmen uns einer Aufgabe. Haben wir die eigentlich schon? Ich weiß es gar nicht. Oh, ja, wir haben ja noch richtig viel in Geldern. Meine Güte.
Was haben wir hier noch? Tötet die entlaufenden Sklaven aus Silben, versorge Schräfling Jarek mit Waffen. Einige Dinge werden sich niemals ändern. Plündere die Höfe, plündere Burg Treles. Wie haben wir das denn gekriegt? Ich weiß nicht. Aha. Was kann denn schon groß passieren? So, das heißt, beim nächsten Mal werden wir uns dann wieder Nortana widmen müssen, weil wir hier noch relativ viel offen haben. Und da wird noch einiges anfallen, glaube ich. Wir gehen erstmal. Okay, wir haben das Quest noch nicht gekriegt. Ich werde es aber trotzdem machen. Wir werden uns erstmal nach Redok bewegen. Was kann denn schon groß passieren? Moment, Redok, die habe ich jetzt gar nicht angeguckt. Doch, vernichte das Rebellenlager Redok, das haben wir doch schon. Nimm Okara auseinander, Okara braucht mehr Männer. Richtig, aber trotzdem geht das so. Der Paladin Karlen kann mich mal. Zerstöre das Rebellenlager um Nemora. Wir haben also diese Quests doch schon bekommen. Kann dir doch egal sein. Und genau denen wollen wir uns widmen. Wir wollen die Rebellenlager auslöschen. Aber trotzdem geht das so nicht weiter. Nachdem wir schon den König fertig gemacht haben und ich weiß nicht mehr, was das Zeichen von Redok war. Hier haben wir Okara. Hier ist Redok. Was kann denn schon groß Das sollte eigentlich relativ gut gehen, würde ich denken. Denn es gibt zwar ein paar gut gepanzerte Gegner dort und auch welche, die mit Pfeil und Bogen kämpfen. Aber es gibt einen Magier. Den müssen wir vielleicht vorher aus dem Verkehr ziehen.